Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir Weiterleitungen oder besser gesagt ungewollte Weiterleitungen wie Redirect-Werbungen beispielsweise unterbinden können, verhindern. Wir werden ja manchmal auf irgendwelche Seiten weitergeleitet, ohne dass wir das wollen oder im schlimmsten Fall sogar ohne dass wir das wissen. Irgendwas merken, ja. Das können wir jetzt verhindern und zwar wenn wir mit dem Google Chrome unterwegs sind hier, da gibt es eine etwas versteckte Funktion noch, würde ich sagen, die wir nutzen können jetzt schon, wenn man so will. Google hat da schon ein paar Updates oder Erneuerungen angekündigt, allerdings ab Version 64, so viel ich weiß zumindest. Es kann auch sein, dass ich mich da täusche. Jedenfalls habe ich jetzt hier die Version 62. Das ist die aktuelle Version momentan, ja, auf dem neuesten Stand und kann schon diese ein paar zumindest diese Funktionen, diese Optionen nutzen. Ja, wie zum Beispiel das Frame Busting, das genau das verhindert, ja, diese ungewollte Weiterleitung. Die Option, die finden wir jetzt hier, wenn wir unseren Browser starten, also unser Chrome Browser starten und hier Chrome Doppelpunkt slash 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 flags eingeben, eintippen hier und Enter und hier haben wir jede Menge Optionen, Funktionen, ein paar davon. Hier sieht man, ja, das sind noch nicht ganz. Beziehungsweise ja, sollte man vorsichtig damit experimentieren. Hier gibt es allerdings einen Button zum Browser zurücksetzen, falls da was schief läuft. Ratsam ist hier natürlich, wenn wir hier rumspielen, experimentieren, dass immer eine Option hier aktivieren oder deaktivieren und dann testen und wenn es gut geht, dann die nächste. Genau, ich wollte jetzt aber bei unserem Frame Busting hier bleiben. Frame Busting, ich suche jetzt einfach mal, genau, das ist es hier, ja, hier steht schon, also hier steht noch mal das, genau, ja, also dass die Weiterleitung verhindert wird, wenn da nicht die gleiche Origin irgendwie, also die gleiche Ursprung, gleiche Quelle oder der User, ja, der wird aufgefordert, das zu bestätigen halt, ja. Also wir werden gewarnt auf jeden Fall. Wenn wir das nicht bestätigen, dann werden wir eben nicht weitergeleitet. Der Standardwert hier ist Default. Das ist deaktiviert, wenn hier auf Default ist. Ja, wir klicken jetzt hier einfach auf den Pfeilchen hier auf dem Dropdown-Menü. Poppt hier auf. Und hier einfach Enable, ja, also aktivieren. Das ist jetzt aktiviert. Und jetzt einfach den Browser hier einmal neu starten und schon ist die, ja, die Option aktiviert hier und wir können, ja, sind ein Stück weit vielleicht ein bisschen mehr geschützt. Das gleiche gilt allerdings natürlich auch für unser Smartphone. Das können wir, wenn ich jetzt mein, genau, ja, das können wir, also wenn wir mit dem Chrome hier unterwegs sind, ich schließe das mal hier, ja, wenn wir den Google Chrome hier nutzen, dann, ja, können wir hier einfach den Browser starten und hier noch einen Tab aufmachen, zack, einen neuen Tab hier und ja, hier also genau das gleiche, wenn wir, geben hier, jetzt funktioniert das nicht irgendwie, das gleiche, ja, Chrome, ich mache das jetzt mal hier, Chrome Doppelpunkt slash slash Doppel slash und wir müssen hier unter Flags, zack. Ja, hier aufrufen, hier nach dem Frame Busting suchen und einfach, ja, enablen. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen mühsam. Man kann auch
den Oder-Leseschirm merken, beziehungsweise ja, die Adresse. Ich mache nochmal ganz schnell. Chrome. Doppelpunkt. Na? Doppelpunkt slash flex und nach Framebusting. Hier kann man sich, wenn man hier drauf klickt, genau, hier hat man den Pfad, hier den Relais, ja, das kann man sich einfach hier kopieren, das wird jetzt nicht funktionieren. Das hier eingeben, wo ist mein Handy, mein Smartphone hier, genau. Einfach hier diese URL eingeben und schon ist man direkt an der richtigen Stelle. Einfach auf Enable stellen und schon, ja, sind wir wie gesagt ein bisschen mehr geschützt und etwas sicherer unterwegs im Internet. Ich hoffe, dass es für euch irgendwie hilfreich war und interessant. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.